Dat is weer te laat. So meine Arme reichen jeden Tag um 6:05 Uhr, ja das ist hart. Ich muss lügen, wenn ich euch jetzt sag, dass ich das gerne mag. Von der Kunst werde ich angemault und auch der Chef ist immer sehr gelaut. Die Kollegen lassen mich im Stich, meine Arbeit die ist fürchterlich. Jeden Tag so leide, gibt es was, warum ich mag, so beneide seine Position. Bei der Braunion, er darf sich doch besaufen, bis zum Überlaufen. Und das ist das Tolle, wenn das zählt als Freiwilligkeitskontrolle. Er darf dann nicht gezichern und mit der Kundschaft bechern, während die Bierchen wurden. Er schreibt er Überstunden. Meistens schläft der Markus ziemlich lang, wenn der erst um 10 mit seiner Arbeit an. Bald das Schalt aus dem Büro bis auf den Gang zum Wohl und Gläserklang. Zuallererst wird für ihn kontrolliert, ob der Nachtschicht kein Fehler ist passiert. Zu diesem Zweck wird er gleich ein Glas gezapft mit frisch gebrautem Gerstensaft. Denn um das Produkt zu kontrollieren, muss man es natürlich auch probieren. Markus macht das mit Passion. Für die Braunion. Er darf sich dort besaufen, bis zum Überlaufen. Und das ist das Tolle, das zählt als Qualitätskontrolle. Er darf dann richtig zechern und mit der Kundschaft bechern, während die Bierchen munden. Schreibt er Überstunden. Für Festivals und auch für Messen sucht er hübsche Boxenruder und Hostessen. Früher ging er dann mit ihnen noch was essen, doch seit Katrin kann er das vergessen. Spätestens zur Mittagsstunde schwimmt er dann im Biertank eine Runde. Und somit habt ihr jetzt irgendwo entdeckt, warum das Zipfer manchmal komisch schmeckt. Direkt auf Markus Stelle. Ich will seine Position. Oh! Bei der Braunion. Da darf ich nicht besaufen, bis zum Überlaufen. Und das ist das Tolle, denn das zählt als Qualitätskontrolle. Ich darf doch nicht dich checken. Und mit der Kundschaft bechern, während die Bierchen munden, schreibe ich Überstunden. Gratia, liebate! Wir waren der Gratia, liebate!